Event wird präsentiert von Preavaris, ihrem Leberfastenzentrum nach Dr. Worm in Schweigern-Niederhofen. Weitere Informationen unter www.preavaris.com. Mit freundlicher Unterstützung der Firmen CBC Castella Baukonzept, CIC Castella Immokonzept, ARTA, ihr Malerbetrieb Hornung aus Heilbronn, Drive Legends Premium Autopflegeprodukte und Fußball in BW. Hey! Die Interviews werden präsentiert von Drive Legends, Premium Autopflegeprodukte und professionelle Fahrzeugaufbereitung in Schweigern, Niederhofen. www.driveelegance.de. Ja, Jerome, erstmal ein Glückwunsch zu dem schnellen Sieg, auch wieder gleich Runde 1 hier K.O. Wie geht das? Wie hast du das Ganze gesehen? Also ich fühle mich eigentlich super, gesundheitlich top, ich habe keinerlei Schrammen.
bin super fit, könnte nächste Woche wieder kämpfen. Also ich bin Gott froh, dass alles so gelaufen ist. K.O. in der ersten Runde, was will man mehr als Kämpfer? Der ganze Druck ist gleich weg. Optimal, ich bin daheim, ich habe gewonnen. K.O. immer noch Weltmeister. Top. Ein Traum im Endeffekt. Wann hast du gemerkt, dass du den Kampf auf jeden Fall gewinnen wirst? Also ich war der Meinung, schon beim Einlauf habe ich gesehen, dein Wille war ungebändigt. Das war klar, du wirst ja als Sieger rausgehen. Also heute definitiv, heute war ich richtig motiviert. Heute war ich richtig heiß auf den Kampf. Ich habe auch trainiert wie ein Schwein, muss ich sagen. Hab Gas gegeben, ich war heiß, war gut. Mein Team war hinter mir, hat mich gepusht ohne Ende hinten in der Kabine. Die haben geschrien ohne Ende, wir haben geschrien, war geil, die haben mich gepusht. Ich war total fokussiert und motiviert. War gut. Wann hast du gewusst, dass du den im Griff hast? Du hast gleich am Anfang, so nach 20 Sekunden, hast du das erste Mal richtig eine eingeschenkt. So, war da schon klar, das dauert nicht lang? Ja, ich hab ehrlich gesagt gemerkt, also A, große Nehmerqualitäten hatte jetzt nicht. Ich weiß nicht, ich habe schon gegen starke Gegner gekämpft. Ich will nicht keinen Respekt nehmen oder sowas, aber ich habe manche Leute schon richtige Dinge eingeschenkt, die sind nicht runtergegangen. Er hat jetzt einen, gut, er war platziert, okay, aber ist dann auch schon runtergegangen. Ja, jetzt, ich bin zufrieden, es war K.O. K.O. ist K.O., ich bin froh, gesund. Alles klar, wie geht's weiter? Jetzt Weltmeistertitel verteidigen, wann kommt das nächste große Event? Oktober in Fusion ist geplant, Hauptprogramm. Definitiv, wenn ich verletzungsfrei durchkomme, in Fusion im Oktober und dann im 1. Dezember Mixfight Gala. Wenn alles verletzungsfrei bleibt, sind das die zwei nächsten Dinger, was ich mache. Wie lange dauert es noch bis zu deinem größten Event in diesem Jahr? Wann kommt dein Kind? 4,5 Wochen. Ja. Und da bin ich Gott froh. Ich freue mich auch. Bald ist die Schwangerschaft vorbei, Gott sei Dank. Das Kind ist bald da. Ich freue mich. Gerade als Mann bist du doch auch irgendwo ein bisschen schwanger gewesen. Wie schwer war das dann in der Vorbereitung? Ach, ich muss sagen, meine Frau, die ist bombastisch. Die macht das alles. Ich muss nicht viel machen, die unterstützt mich komplett. Das sage ich, ohne meine Frau wäre ich vielleicht 30% von dem, was ich heute bin. Also die macht alles, unterstützt mich. Ich kann Gott froh sein. Und wir sind gut durch die Schwangerschaft gekommen. Gott sei Dank meine Frau. Gedankt sei ihr. Alles klar. Dann danke ich dir, freue mich drauf. Heilbronn ist stolz auf dich und mach weiter so. Dankeschön. Danke. Are you ready? Showtime.